Ja, meine Damen und Herren, guten Tag, guten Morgen, guten Mittag. Ich möchte Sie gerne herzlich offiziell willkommen heißen hier zu unserem wunderbaren Jubiläumsprogramm, mit dem wir heute das fünfjährige Bestehen unserer Akademie eröffnen. Ich möchte gerne einige grundsätzliche Worte dazu vorab jetzt sagen. Mit der Akademie hat das Jüdische Museum das Spektrum seiner Aktivitäten noch einmal beträchtlich erweitert. Es ist und bleibt die Kernaufgabe des Jüdischen Museums, die Zeugnisse der jüdischen Geschichte, Religion und Kultur in Deutschland in Sammlungen aufzubewahren und in Ausstellungen einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. Aber diese Sammlung und Vermittlung ist immer in die gegenwärtige Gesellschaft eingebunden. Und daraus erwächst die Verpflichtung, auch den Perspektiven anderer religiöser und ethnischer Minderheiten im Austausch mit der Mehrheitsgesellschaft Raum zu geben. Dabei nehmen wir nicht nur die Beziehung zwischen Mehrheitsbevölkerung und einzelnen Minderheiten in den Blick, sondern fördern auch den Austausch und die Vernetzung der Minderheiten untereinander. Dies geschieht zum Beispiel im Rahmen unseres jüdisch-islamischen Forums, mit dem wir das Verhältnis dieser beiden Religionen sowie die wechselvollen jüdisch-muslimischen Beziehungen in Geschichte und Gegenwart beleuchten und zu ihrer Stärkung beitragen wollen. Einen zweiten inhaltlichen Schwerpunkt bildet unser Programm zum Themenfeld Migration und Diversität, indem wir unter anderem die Bedingungen für ein gelungenes Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft diskutieren. Dass sich nun ausgerechnet ein jüdisches Museum mit diesen Themen beschäftigt, hat mit den jüdischen Erfahrungen in Europa und in Deutschland zu tun. Diese Erfahrungen sind singulär. Sie bieten aber auch Anknüpfungspunkte dafür, sich mit dem Verhältnis der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu ihren ethnischen und religiösen Minderheiten auseinanderzusetzen. Im 18. und 19. Jahrhundert etwa war die Frage nach der rechtlichen Gleichstellung und der Erlangung der vollen Bürgerrechte ein zentrales Thema für die deutschen Juden. Auch wenn die rechtlichen und sozialen Bedingungen damals andere waren als in der heutigen Bundesrepublik, lohnt sich doch die Frage, ob und was wir aus diesen historischen Debatten für die aktuelle Integrationsdebatte lernen können. Auch das Spannungsverhältnis zwischen Anpassung an eine umgebende Mehrheitskultur und Bewahrung von Tradition und Eigenständigkeit, das wir in vielen Formaten hier ausloten, greift auf solche historische Erfahrungen zurück. Dies ist eine zentrale Frage, die auch für die muslimische Minderheit von großer Bedeutung ist. Gerade in Zeiten, in denen religiöse Identitäten oftmals nur im Zusammenhang mit ihrem Konflikt- und Repressionspotenzial in den Fokus rücken, wollen wir dieses Thema bewusst nicht nur aus der Defizit-Problemperspektive betrachten, sondern auch die positiv identitätsstiftende Kraft und das Verbindende von Religionen nutzen, um Brücken zu bauen und Gemeinsamkeiten in den Blick zu nehmen. Diesen Dialog führen wir, und das ist uns bei der Konzeption unserer Veranstaltungen sehr wichtig, frei von Apologetik, aber auch frei von Polemik. Und nur so kann Vertrauen aufgebaut werden, um auch konfliktbeladene und sensible Themen konstruktiv angehen zu können. Als wir am 30. November 2013 mit der Podiumsdiskussion Quo Vadis Migrationspolitik den Startschuss für unsere Akademieprogramme setzten und gemeinsam mit Migrationsforschern und politischen Entscheidungsträgern nach der Bundestagswahl neue Ansätze diskutierten, war das gesellschaftliche Klima schon angespannt. Jetzt, 5 Jahre später,
ist das Land in diesen Fragen polarisierter als je zuvor. Der Zusammenhalt und die demokratische Gesprächskultur sind durch den zunehmenden Rechtsruck bedroht. Unsere Aufgabe, eine Plattform für den vorurteilsfreien Austausch und die Diskussion brennender gesellschaftlicher Fragen zu bieten, ist also noch viel dringlicher geworden als je zuvor. Und wir wollen und werden auch weiter in den nächsten Jahren ein Ort des Austauschs sein, sowohl für ein Fachpublikum als auch für die breite Öffentlichkeit. Ich danke dem ganzen Akademie-Team und Jasmin Schumann als Leiterin der Akademie für die Aufbauarbeit der letzten Jahre und übergebe das Wort nun an Jasmin, die sich auch noch mal kurz begrüßen wird und dann durch das Programm des heutigen Tages führen wird. Ich danke Ihnen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Geburtstagsfeier. Wir blicken zurück auf 5 ereignisreiche Jahre. In rund 130 Veranstaltungen, wir haben sie jetzt mal ausgezählt, darunter sowohl große mehrtägige Fachkonferenzen mit bis zu 500 Besucherinnen und Besuchern, als auch Workshops in kleinen, intimen Runden, in Vorträgen, Lesungen und Podiumsdiskussionen, haben wir die Herausforderungen debattiert, vor denen eine Gesellschaft steht, die offen und plural sein will und auf die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen setzt. Wir haben Menschen zusammengebracht, die bisher nur wenig in Dialog miteinander treten. Und wir haben Gemeinsamkeiten ausgelotet, wo, wie im Falle der jüdisch-muslimischen Beziehung, der Fokus sonst zumeist auf Trennendem liegt. Als ich hier am Jüdischen Museum in Berlin im Mai 2013 die Arbeit aufnahm, um ein Programm für die neu entstandene Akademie zu entwickeln, die mittlerweile als W. Michael Blumenthal Akademie den Namen des Gründungsdirektors des Museums und Initiators der Akademie trägt, war ich zunächst allein. Mittlerweile sind wir zu 9 und ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, diesem großartigen Team, bestehend aus Julia Jürgens, Sitara Viratunga, Alina Gromova und Serpi Polat, Sofia Novak und Hafsa El-Buhamuchi, sowie Shlomit Tulgan und Pega Birumwand, meinem großen Dank auszusprechen. Das ist der Moment für den Applaus. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit euch gemeinsam das Profil zu entwickeln, das diese Akademie auszeichnet. Denn es ist uns, wie Professor Schäfer bereits sagte, gelungen, einen Ort des Diskurses und der Vernetzung zu schaffen, an dem sich Menschen, die verschiedenen Communities angehören, wohlfühlen. Dies sehen wir immer wieder an dem bunt gemischten Publikum unserer öffentlichen Veranstaltungen, aber auch an dem intensiven Austausch, den wir in den zahlreichen nicht öffentlichen Workshops und Gesprächskreisen im geschützten Rahmen führen. Dass sich so viele unterschiedliche Zielgruppen von unserem Programm angesprochen fühlen, darauf können wir stolz sein, denke ich. Mit dem heutigen Tag wollen wir gemeinsam mit vielen Weggefährten natürlich einerseits unser Jubiläum feiern und andererseits auch neuen Gästen einen Einblick gewähren in das breite Spektrum unserer Arbeit. Wir sind eine Akademie, die nicht irgendwo angebunden ist, sondern an ein Museum. Entsprechend haben wir in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Veranstaltungen Ausstellungen begleitet, insbesondere jene Wechselausstellungen, die eine komparatistische Perspektive einnehmen. Der erste Programmpunkt heute, Film und Gespräch zu den Black Panthers in Israel, bildet ein solches Begleitprogramm zu unserer aktuellen Ausstellung Welcome to Jerusalem ab. Zugleich stellen wir Ihnen damit einen unserer inhaltlichen Schwerpunkte, die Geschichte und Kultur der sogenannten orientalischen Juden, vor. Meine Kollegin Sofia Novak wird Ihnen dazu gleich mehr erzählen. Im weiteren Verlauf des Tages werden uns Themen wie das Spannungsverhältnis von Religion und Feminismus, Aspekte der Erinnerungskultur in der Migrationsgesellschaft, zeitgenössische jüdische Identitäten und die Frage beschäftigen, ob wir angesichts des europaweiten Rechtsrucks in präfaschistischen Zeiten leben.
Eine Feier hat natürlich immer auch einen geselligen Teil und wir freuen uns sehr, dass wir den Karabaratisten Fatih Çevikoğlu und die Band Berlin Oriental Group für unser Jubiläumsprogramm gewinnen konnten. Parallel zu dem Programm hier im Saal haben Sie heute bis 20 Uhr die Gelegenheit, im Seminarraum auf der anderen Seite der Akademie den Dokumentarfilm Stricken zu sehen. Ein Generationenporträt über afrodeutsche Frauen und ihre weißen Großmütter, die in der Zeit des Nationalsozialismus sozialisiert wurden. Wir haben auch für Kinderbetreuung mit eigenem Programm gesorgt. Dort dreht sich alles um das jüdische Lichterfest Chanukka, das heute beginnt. Während die Größeren mit türkischen Karagöz Schattentheaterfiguren die Chanukka-Geschichte basteln und nachspielen oder auf dem Chanukka-Schlamassel-Brettspiel die jüdische Wüste durchqueren, werden die Kleineren in der Weinukka-Bäckerei Weihnachts- und Chanukka-Traditionen zu Plätzchen verschmelzen lassen. Und da wären wir, last but not least, beim Thema Kulinarisches angelangt. Jetzt ist es noch ein bisschen früh, aber später ab der Mittagspause können Sie sich nicht nur am Buffet im Foyer verpflegen, sondern auch draußen am Seitenflügel der Akademie mit frisch zubereiteten Chanukka-Spezialitäten sowie Falafel und anderen Köstlichkeiten eindecken. Ich wünsche uns allen nun einen spannenden Tag und übergebe das Wort an Sophia Nowak, meine Kollegin, die Ihnen den ersten Programmpunkt noch etwas näher vorstellen wird. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich ebenfalls sehr, Sie heute Abend in der Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums Berlin herzlich willkommen zu heißen. Mein Name ist Sophia Nowak und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin des Jüdisch-Islamischen Forums unserer Akademieprogramme. Lassen Sie mich ein paar Worte über unsere Veranstaltungen sagen. Die Veranstaltungen unseres Forums widmen sich einerseits der Situation der Juden und Muslimen als religiöse Minderheiten in Deutschland und andererseits der jüdisch-muslimischen Beziehungsgeschichte. Der Geschichte der Juden in islamisch geprägten Ländern haben wir in den letzten Jahren nicht wenige Veranstaltungen gewidmet. In unserer Filmreihe, an die sich vielleicht manche von Ihnen erinnern, zwischen Marrakesch und Maschhad, stellten wir vor 2 Jahren Filme vor, die einen Blick auf die Vergangenheit und Gegenwart von Juden in verschiedenen Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens werfen. Begonnen haben wir die Reihe im Mai 2016 mit einer Filmwoche über das marokkanische Judentum. Salom Shami Chitrit, dessen Film wir heute zeigen werden, war auch damals mit seinem Film Kam Mava zu Gast bei uns. Es folgten bis Ende 2017 Filme über die jüdische Geschichte in Tunesien, Algerien, Ägypten, Sudan, Syrien, Iran und der Türkei. Im Herbst 2017 richteten wir zum Abschluss der Reihe zusammen mit Achim Rode von dem Forschungsnetzwerk Rekonfigurationen der Philipps-Universität Marburg eine 4-tägige Konferenz über die Geschichte und Gegenwart der Juden in islamisch geprägten Ländern aus. Die Konferenz war ein wirklich Riesenerfolg. Wir hatten über 120 Bewerbungen für Vorträge, darunter viele auch aus muslimischen Ländern. Wenn Sie Interesse an den Beiträgen haben, können Sie diese oder auch kurze Interviews, die wir mit einigen Referenten der Konferenz geführt haben, auf unserer Webseite oder auf YouTube anhören. Einige Worte zu der heutigen Veranstaltung. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, habe ich in der Reihe der Länder, mit deren jüdisch-muslimischen Geschichte wir uns filmisch in den letzten 2 Jahren auseinandergesetzt haben, Israel nicht erwähnt. Heute möchten wir diese Lücke schließen. Wir werden gleich den Dokumentarfilm Die schwarzen Panther Israels sprechen, über die misrachischen, also aus den Edot HaMizrach, also aus Nordafrika und dem Nahen Osten stammenden Juden in Israel aus dem Jahr 2003 von Sami Shalom Chitrit und Eli Hamo zeigen. Wir freuen uns, dass Sami Chitrit heute mit uns da ist und nach dem Film für Ihre Fragen zur Verfügung steht. Für das Gespräch konnten wir auch Iris Heffetz gewinnen, eine Freundin der Akademie, die uns auch bei der Filmwoche beraten zur Seite stand. Das Gespräch wird Achim Rode moderieren, den ich kurz jetzt vorstellen möchte. Achim Rode ist wissenschaftlicher Koordinator der Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft in Frankfurt. Zuvor war er am Zentrum für Nah- und Mittelost-Studien der Philipps-Universität Marburg, Koordinator eines Forschungsnetzwerks, das sich der Erforschung der modernen Geschichte von Mittleren Osten und Nordafrika widmet. Achim ist ebenfalls ein sehr guter Freund der Akademie. Wie bereits erwähnt, hat er unsere große Konferenz vom letzten Jahr mitverantwortet. Ich freue mich auf den Film und die anschließende Diskussion und wünsche uns allen einen schönen Vormittag, schönen Mittag. Und jetzt bitte den Film. Applaus